mit der Nummer 7, das ist Dean Saunders. Das Spiel hat ein bisschen Verspätung gehabt zu unserem Glück und ich habe jetzt ein bisschen Zeit, Ihnen das Wichtigste zu den Aufstellungen zu sagen. Es hat ja schon zwei Ausfälle vor dem Spiel gegeben auf deutscher Seite. Lothar Matthäus war gesperrt, kam nicht zum Einsatz. Ebenso ging es mit Jürgen Kohler, dem Vorstopper, der auch hier in Wales noch behandelt wurde, aber dessen Einsatz dem Trainer der Vereinsleitung, der Mannschaftsleitung einfach als zu riskant erschien. Und hinzugekommen ist dann noch eine Verletzung von Olaf Kohn und jetzt gibt es die erste gelbe Karte vermutlich durch den portugiesischen Schiedsrichter gegen die Nummer 5, gegen Mark Elsenwood, der sich schon durch zwei sehr, sehr rüde Fouls gegen Karl-Heinz Wiedle hervorgetan hat. Das erste nach nicht einmal 10 Sekunden und das zweite jetzt nach knapp 2 Minuten. Also nicht dabei Jürgen Kohler und Lothar Matthäus, das stand fest. Dann ist auch noch Olaf Thon ausgefallen, er hat einen Tritt in die Wade bekommen beim Punktspiel der Bayern am vergangenen Donnerstag in Köln. Trainierte hier leicht, aber auch sein Einsatz erschien zu riskant. Neu in die Mannschaft hineingekommen sind Holger Fach im defensiven Mittelfeld mit der Nummer 8 und als Debütant Alois Reinhardt als zweiter sogenannter Manndecker. Das, was man allgemein erwartet hat, ist jetzt auch eingetreten. Die Waliser müssen ja dieses Spiel unbedingt gewinnen, wenn sie weiter eine Chance haben wollen auf die Teilnahme bei der Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Italien. Und wenn man gewinnen will, so muss man angreifen. Und vor allem im Sturm, da haben sie ja auch ihre besten Kräfte. Ein sehr, sehr starkes Angriffsduo. Achtung! Das war einer der beiden. Ian Rush vom FC Liverpool. Auf ihm ruhen die Hoffnungen der etwa 30.000 Fans, genauso wie auf den anderen Stürmerstar Mark Hughes. Er spielt mit der Nummer 10. Also, es wird für die deutsche Mannschaft vor allem darum gehen, diese ersten 10, 15, 20 Minuten schadlos zu überstehen. Wenn das gelingt, dann steigen die Chancen von Minute zu Minute. Andreas Brehme. Saunders. Der Kapitän Kevin Radcliffe. Fairer Einsatz von Andreas Möller. Und die erste Ecke für die walisische Mannschaft. Und Sie hören die Kulisse. 30.000 Zuschauer sind es mindestens hier im Arms Park zu Cardiff. Eigentlich ein Rugby-Stadion. Ian Rush. Noch einmal Blackmore. Ganz ruhig, ganz souverän. Andreas Brehme. Ja, auf diese Unterstützung des Publikums, auf die Unterstützung der Fans hat man natürlich auch ein bisschen gehofft. Auf Seiten der Waliser. Sie werden die Mannschaft 90 Minuten lang anfeuern, nach vorne treiben, ihnen den Rücken stärken, gar keine Frage. Reuter. Hessler. Reuter. Ich nenne Ihnen die Namen zu Beginn ein wenig häufiger, weil wir nicht in der Lage waren, in dieser kurzen Zeit Ihnen eine Aufstellung per Videograf zuzuliefern. Rudi Völler mit der Hand, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Rudi Völler hat sich da den Ball mit der linken Hand ein bisschen vorgelegt. Rudi Völler heute in seinem 58. Länderspiel erstmals als Kapitän. Da ist der Rudi Völler. Ecke Brehme. Thomas Berthold, der Franz Beckenbauer und nicht nur ihm
beim Spiel in Rotterdam imponiert hat. Dem Beckenbauer also wieder die verantwortungsvolle Position des Libero übertragen hat. Radcliffe, der Kapitän der Waliser. Breme. Möller auf Reuter. Überhartes Einsteigen von Mark Hughes. Ja, sie müssen sich wehren. Sie dürfen sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Darauf legen es die Waliser mit Sicherheit in dieser Anfangsphase an. Blackmore, sehr offensiv in dieser Anfangsphase. Da beschwert sich Mark Hughes, er sei von Guido Buchwald unfair bedrängt worden, aber das gehört so zu den kleinen Mätzchen, die man im internationalen Geschäft so spielt. Und das ist Neville Southall, bekannt für seine weiten Abschläge, 80, 90 Meter fliegen sie mindestens. Diesmal geschoben von Buchwald gegen Hughes, Guido Buchwald, der den Waliser Sturmführer ja noch kennt, aus der Zeit, als er für Bayern München spielte. Zweimal habe ich gegen ihn gespielt, habe gut ausgesehen. Also, warum heute nicht ein drittes Mal? Torentfernung gut 25 Meter, Viermannmauer. David Phillips war das, die drei, gefürchtet ob seiner harten Freistöße. Bodo Ilgner nimmt sich bewusst etwas Zeit, um den Druck etwas abzubauen. Den Druck, den die Waliser mit ihrem Pressing, mit ihrem frühen Angreifen hier verursachen wollen. Foul von Reinhardt an Ian Rush. Eine schwere Prüfung für den langen Leverkusener, dieses Duell mit Ian Rush, einem der besten, einem der schnellsten Stürmer im europäischen, im Weltfußball. Riedle im eigenen Strafraum. Achtung! Gut geklärt von Thomas Berthold. Sie lassen keine Zeit zum Verschnaufen. Blackmore. Saunders. Noch einmal Blackmore. Ian Rush. Holger Fach. Hessler. Möller. Das dürfen sie nicht machen, den Ball lange führen. Dann bieten sie Angriffsfläche für das frühe Attackieren. Der Ball muss schnell laufen. Die Spieler müssen sich viel bewegen, viel laufen. Gestrecktes Bein vom Waliser. Saunders. Blackmore. Stefan Reuter. Breme.
Sicherheit zuerst. Ganz klar und richtig diese Devise natürlich. Stefan Reuter. Brehme. Paul. Erkennt Herr Carlos Alberto da Silva Valente aus Portugal. Foul von Nicolas gegen Rudi Völler. Eine gute Möglichkeit, Andreas Brehme. Saunders. Und Einwurf für Rot. Williams auf Radcliffe. Thomas Berthold. Alois Reinhardt. Riedle. Eine Grätsche mit Ansagen. Möller ganz rechts, steht Reuter frei, jawohl, gut. Thomas Hessler. Völler. Nicht ganz gelungen, dieser Trick von Rudi Völler gegen seinen Bewacher, gegen Mark Elsewood. So ein bisschen ruhiger, ein bisschen bedächtiger sind die Angriffsbemühungen der Waliser schon geworden. 13,5 Minuten inzwischen gespielt, immer noch 0:0. Wie gesagt, die Ausgangsposition ist eindeutig. Wales muss gewinnen. Die deutsche Mannschaft, so jedenfalls die Hochrechnung von Teamchef Franz Bockenbauer, könnte sich mit einem Punkt zufrieden geben, denn er meint, mit nur 3 Minuspunkten ist man entweder als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter in Italien dabei. Stillschweigend vorausgesetzt natürlich 2 Heimsiege im Herbst gegen Finnland und gegen diesen Gegner hier, gegen Wales. Möller, Reinhardt. Franz Beckenbauer. Leicht lädiert an der Schulter. Blackmore. Blackmore sehr häufig am Ball. Die meiste Gefahr bisher von der rechten Seite über den rechten Flügel durch die Nummer 2. Radcliffe. Kein Abseits. Saunders. Achtung. Mark Hughes. Saunders. Barry Horn. Vorteil. Immer noch Vorteil. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Und die zweite Ecke. Sofort kommt die Kulisse wieder. Alle deutschen Spieler, inklusive Rudi Völler, im eigenen Strafraum. Da geht es sehr eng zu. Buchwald am höchsten. Bodo Ilgner.
Holger Fach. Gut. Andreas Möller hätte jetzt etwas Platz, sich zu befreien. Sehr schön. Völler. Querling. Reuter steht in guter Schussposition. Der hatte die richtige Richtung. Ein guter Angriff der deutschen Mannschaft. Reuter. Buchwald bietet sich an. Jetzt auch die ersten zaghaften Anfeuerungsrufe. Deutschland, Deutschland von den etwa 700 mitgereisten Fans und ein Schuss von Andreas Brehme, ein erster Schussversuch. Er kann es wesentlich besser. Hoffen wir, dass er es noch zeigen kann. Nicholas. Im richtigen Moment hochgesprungen, Thomas Berthold. Sie haben sich etwas befreit. Thomas Berthold. Den Zeitpunkt zur Flanke verpasst. Reuter. Hessler. Brehme ist mit. Das wäre die Entfernung. Rudi Völler. Weicht schön auf die Flügel aus. Möller. Er hat ein bisschen Angst gehabt. Hessler. Jetzt kommt Fach. Freistoß gegen die deutsche Mannschaft. Nicht unbedingt ein Grund zum Pfeifen. Neville Southall, der Torhüter, zeigt an, wo er hinschlagen will. Karl-Heinz Riedle. Hessler. Kriegt er den noch? Ja. Rudi Völler. Andreas Brehme. Jetzt geht sogar Guido Buchwald mit nach vorne. Buchwald. Hessler. Oh, da hat er gezögert. Als sich Radcliffe da aus der Deckung löste, kann man verstehen. Fehler von Berthold. Das ist ja das, was man bei ihm immer mal wieder kritisieren muss. Diesen leichten Hang zur Lässigkeit. Das erste hat er durchgehen lassen, beim zweiten Mal hat er dann gepfiffen. Foul von Ian Rush. Foul von Ian Rush. Zunächst an Guido Buchwald. Und dann hat er hier Thomas Berthold am Knöchel getroffen. Auch wenn die 30.000 jetzt pfeifen, keine Frage. Freistoß für Deutschland. Das gibt mir Zeit, etwas zu sagen. Hier übrigens der Manager der Waliser, Terry Joris. Und das ist Mark Hughes mit der 10. Diese kurze Verschnaufpause gibt mir Zeit, Ihnen etwas über die äußeren Bedingungen zu sagen. Sie sind hervorragend. Eines der schönsten Stadien in ganz Großbritannien mit Sicherheit und einer Spielfläche, die eigentlich auch nichts zu wünschen übrig lässt, mit einem leichten Augenzwinkern, meinte Franz Beckenbauer gestern bei einer Pressekonferenz. Eigentlich sei wohl nur der Wembley-Rasen noch etwas besser. Aber wie gesagt, an den äußeren Bedingungen kann es eigentlich nicht liegen. Gutes Auge von Bodo Ilgner. Thomas Berthold.
Buchwald, Andreas Möller. Hessler. Gerade Andreas Bremer ein bisschen in Verlegenheit gebracht durch diesen zu kurzen Querpass. Haben Sie gesehen, wie hoch Mark Hughes da gestiegen ist? Geschubst von Guido Buchwald. Fast eine unfreiwillige Vorlage von Holger Fach für Ian Rush. Also die Deckung, das kann man glaube ich sagen, die Deckung der deutschen Mannschaft hat sich stabilisiert. Im Mittelfeld gibt es einige gute Ansätze. Zu häufig gibt es allerdings noch Ballverluste, wenn man den Ball in die Spitze spielen will. Da gibt es noch gewisse Mängel zu verzeichnen. Andreas Möller sollte auch etwas mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zeigen. Er kann es ja, aber vielleicht verlangt man auch von ihm und von den anderen jungen Spielern, da gibt es ja doch einige, zu ihnen gehört auch Karl-Heinz Riedle, vielleicht verlangt man da doch schon zu viel in so einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Diesmal kein Foul. Rush und Hughes. Saunders, der in seinem ganzen Bewegungsablauf, in seinen schnellen Antritten, mit seinem Äußeren ein wenig an Kevin Keegan, den unvergessenen Spieler beim HSV, erinnert. Dean Saunders spielt bei Derby County in der ersten englischen Division. Andreas Möller. 3-3 Völler. Riedle. Oh, hätte direkt schießen sollen. Bremer. Da hat er nicht schnell genug reagiert, der Bremer. Blackmore. Hervorragender Pass. Quer hinüber auf David Phillips. Thomas Hessler. Möglichkeiten zum Kontern bieten sich jetzt häufiger für die deutsche Mannschaft. Andreas Bremer. Das dauert alles ein bisschen zu lange. Da haben die Waliser Zeit, wieder an den eigenen Strafraum zurückzueilen. Berthold. In der Abwehr, da sind sie verwundbar, die Einheimischen. Das hat auch Trainer Terry Joras erkannt. In den letzten drei Begegnungen haben sie 7 Gegentreffer hingenommen. Normalerweise spielt man ja in den englischen Clubs auf der Insel mit einer 4er Abwehrkette ohne Libero. Und das hat Terry Joras heute Abend geändert. Sein Kapitän Kevin Radcliffe mit der 6 spielt einen Libero, davor 2 Innenverteidiger oder Stopper, ganz wie sie wollen. Hazelwood und Nicholas, die 4 und die 5. Style of Saunders. Holger Fach. Nein, nein. Das hat er richtig erkannt, der Herr aus Portugal. Da hat sich der Rudi Völler schon fallen lassen, wo der Ball noch gar nicht da war. Thomas Hessler, der mir bisher besser gefällt als Andreas Möller. Mehr tut, mehr läuft. Auch nicht so viel Respekt hat vor den harten Attacken. Southall.
kleines Missverständnis zwischen Reinhardt und Reuter, aber gut gegangen. Thomas Hessler. Brehme, der ja am vergangenen Wochenende mit Inter Mailand italienischer Meister geworden ist. Lothar Matthäus, der Kapitän dieser Mannschaft, ist übrigens hierher mit angereist, sitzt auf der Tribüne. Ein Zeichen dafür, wie gut die Kameradschaft, wie gut der Zusammenhalt dieser Mannschaft ist. Auch Jürgen Kohler hat sich die Reise hierher ja nicht nehmen lassen, hat sich hier weiter behandeln lassen. Brehme. Hessler gegen Blackmore. Schön. Schade. Erst dieses gute Dribbling und dann dieser verunglückte Flankenball. Probleme zwischen Berthold und Buchwald bei diesem Kopfball natürlich. Eine wirklich echte, hundertprozentige Torchance haben sie sich bisher nicht abarbeiten können, die Waliser, obwohl sie zumindest in den ersten 15 Minuten deutliche Vorteile besaßen. Inzwischen hat sich die deutsche Mannschaft konsolidiert, gefangen, versucht das Spiel zu kontrollieren. Brehme auf Riedle. Und Hughes, Blackmore, das ist gefährlich. Da haben sie Glück gehabt, dass Dave Phillips diesen Ball nicht besser getroffen hat. Bodo Ilgner rechtzeitig unten in der bedrohten Ecke. Eigentlich die erste bessere Möglichkeit für die Einheimischen hier zum Führungstreffer zu kommen. Thomas Hessler. Das kann er. Paul. Das ist seine Stärke. Enge Ballführung, kein kurzes Dribbling und sich dann vom Gegner absetzen. Foul also gegen den kleinen Kölner. Und vielleicht eine Möglichkeit für Andreas Brehme zu einem seiner gefürchteten Freistöße. Da ist er schon mit der Nummer 3. Aus ähnlichen Situationen hat er schon einige Male getroffen. Halbe Stunde gespielt, immer noch 0:0 zwischen Wales und Deutschland. Möller tippt an. Und jetzt Brehme. Ah, muss wiederholt werden. Der Schiedsrichter bisher mit einer soliden, mit einer einwandfreien Leistung. Wiederholung des Freistoßes, weil sich einer zu früh aus der Mauer gelöst hatte. Und das nutzt Andreas Möller, um den Ball ein bisschen mehr zur Mitte zu legen. Zweiter Versuch, Möller-Brehme.